Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute sehen wir mal Clash Royale. Ja, ich habe ja schon viel Scheiße hier auf meinem Kanal hochgeladen oder sagen wir mal eher viel Ungewöhnliches, aber das übertrifft den Rahmen doch jetzt komplett, finde ich. Es ist ein Handyspiel, eine App sozusagen und hier verliere ich schon direkt die Verbindung, sehr nice. So. Oh, es ist eine App, es ist ein neues Spiel von Supercell, manche werden es schon kennen von ja, Clash of Clans, Heyday oder Boom Beach, also eine recht bekannte Entwicklerfirma eigentlich. Und jetzt haben sie ein neues Spiel auf den Markt gebracht und das heißt Clash Royale. Ja, mit den Champions, die man schon so kennt von Clash of Clans, haben sie jetzt hier ein neues Spiel rausgebracht. Übrigens, ich nehme das Ganze hier mit ja, auf dem Handy auf, deswegen auch nicht nur die Video-, sondern auch die Tonqualität. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob das auch von der Qualität her so gut ist. Einfach mal testenshalber, ne? Ja, und wie man hier sieht, das Ganze ist ein Kartenspiel erstmal vorne raus. Man hat hier seine Decks, die man so zusammenstellen kann. Und diese, das sind halt alles Karten, die man so finden kann mit verschiedenen Wertigkeiten und mit verschiedenen Fähigkeiten. Diese Karten findet man in sogenannten Truhen. Und die kann man alle nacheinander öffnen, wie man lustig ist. Allerdings, dauert es immer Zeit, sehr, sehr viel Zeit, bis man so eine Truhe öffnen kann. Kann man beschleunigen mit diesen Gems, diesen Kristallen. Das ist hier die Ingame-Währung, wie sich das Spiel finanziert. Ja, es gibt hier wieder die Pokale und die Arenen. Und man kann mit diesen Karten, kann man halt hier, das sind halt sogenannte Champions, sag ich mal. Und mit denen kann man halt kämpfen, das werde ich euch gleich zeigen. Des Weiteren gibt es hier noch einen Clan, wo man hier beitreten kann, wo man dann auch Spenden entgegennehmen kann, also verschiedene Karten. Dann gibt es ja noch TV Royal, das sind die Kämpfe von den ganz weit oben, die Typen da. Ja, und dann, das ist eigentlich hier so, dann hat man hier Gratis-Truhen, hat man noch Kronentruhen. Dann, gibt es hier noch die Bestenliste, Training kann man hier machen. Ja, das ist halt der Kampf-Log und es gibt halt auch noch Errungenschaften. Ja, und das hier sind halt eure Decks. Und hier gibt es halt auch noch verschiedene Karten, die man mit verschiedenen Arena-Stufen weiter hochleveln kann. Es gibt hier auch Legendäre, wie man hier sieht. Ja, und hier kann man sich halt so noch so ein paar Sachen kaufen für Echtgeldwährung. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mal lang rum, wir kämpfen mal direkt. Und dann zeige ich euch mal, wie das Spielprinzip so funktioniert. Fangen wir mal an. Suchen wir mal einen Gegner. Es geht relativ schnell. So. Und unten hat man jetzt seinen Mana-Balken. Und, ich habe hier noch mein anderes Deck drin. Und dann mit diesen... Und man sieht hier, jede Karte kostet halt so und so viel Mana. Und, da muss man halt gucken, dass man... Der kostet jetzt zum Beispiel 4 Mana. Jetzt muss man warten, bis da die 4 voll sind. Und dann kann man diesen Pick ersetzen. Den kommen ja auch schon bestimmt einige bekannt vor. Ja, und so kann man sich halt ganz viele verschiedene Karten hier freischalten. Genau, den Bogen setzen wir mal nicht. Wir setzen mal das hier. So, jetzt warten wir mal, bis wir wieder ein bisschen gespart haben. Da setzen wir mal das. Das sind so halt so Pfeilbögen. Ja, und jetzt eigentlich müsste ich warten, bis wir wieder eine komplette Wave hier abwageln können. So, 5. Okay, er nutzt das. Wir gehen mal mit einem Riesen erstmal voran. Und dann setzen wir mal Bogenschützen hinterher. So. Ja, und das ist halt das Spielprinzip hier. Okay, er setzt jetzt so eine... so eine Skelettarmee ein. Da setzen wir mal einen Drachen gegen. Ja. Ist jetzt relativ ausgeglichen zurzeit. Und man man muss halt versuchen, auf die andere Basis zu kommen und da den Turm zu zerstören. Das ist eigentlich so das Hauptziel. So, wir setzen mal hier so einen Turm hin. Alter. Okay, das war vielleicht nicht so klug, weil er gerade den Picker da gespawnt hatte. Ja, jetzt geht unser Turm wahrscheinlich tot. Ja, war klar. So. Aber ich wollte das Deck auch noch sowieso ändern. Das war jetzt nicht so geil. Ich hatte hier noch den Turm drin, den wollte ich gar nicht haben eigentlich. Ja, und jetzt gibt er uns hart hier. So, wir setzen mal einen Drachen. So, ab der letzten Minute bekommt man doppelt Elixier. So,
So, und jetzt versuchen wir mal hier den Push mal noch zu gewinnen irgendwie. So, man kann ja auch so eine Feuerbälle setzen. So, und jetzt setzen wir mal alles rein und versuchen mal hier noch zu gewinnen. Okay, er setzt dann wieder seine Armee, da setzen wir mal Pfeile gegen, das ist ganz gut. Und dann setzen wir noch so einen Drachen. 30 Sekunden noch, das wird knapp. Ich spare mal hier jetzt noch schnell auf so ein. Hoffentlich reicht das noch, bis der da ankommt. Und dann setzen wir mal einen Picker hinterher, weil der sehr viel Schaden macht. Es wird aber verdammt, verdammt, verdammt knapp. So, Feuerball. Ja, scheiße, das wird nichts. Das haben wir leider geloost. Ja, schade, haben wir verloren, aber man kann nicht immer gewinnen. Wäre zwar cool gewesen, wenn wir gewonnen hätten, dann hätten wir Pokale bekommen und so eine Truhe hier unten, die man hier sieht, wenn Platz gewesen wäre, aber ich habe hier eh schon alles voll, also von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ja, ich wollte euch nur mal das Spielprinzip zeigen. Ich werde jetzt nochmal eine Wiederholung. Hier ist halt der Clan und da kann man halt auch gegen Kumpels kämpfen. Hier habe ich schon gegen Sally gekämpft. Wir sehen uns mal den Kampf an, dann kann ich das ein bisschen besser erklären. Ja, also man sieht halt die drei Türme auf jeder Seite und man muss halt versuchen, jeden einzelnen Turm oder den Hauptturm hinten zu zerstören. Man kann aber natürlich auch, wenn die Zeit abgelaufen ist und man hat halt, wie gesagt, 3 Minuten Zeit, gewinnt der, der mehr Kronen hat. Also jeder Turm gibt eine Krone sozusagen. Und wer dann am Ende, ja, wenn dann am Ende beide einen Turm oder 2 Türme oder gar keinen Turm, also wenn es unentschieden ist, zerstört haben, dann geht es in die Overtime und dann gewinnt der, der als erstes einen Turm holt oder den nächsten Turm. Ja. Wie gesagt, man kann hier halt auch den Clans beitreten und dann kann man so gegen seine Kumpels kämpfen und sowas. Das ist ganz cool. Und es ist halt auch, das Spiel ist halt relativ neu draußen. Also zumindest in Deutschland, glaube ich. In anderen Ländern ist es schon länger draußen, aber bei uns in Deutschland ist es jetzt, glaube ich, so seit einer Woche oder so. Ist auf jeden Fall relativ neu und hat schon, glaube ich, 5 Millionen Downloads oder so. Also ist extrem. Ja, hier holt er mit dem Picker unseren ersten Turm. Wir haben allerdings den Gegnerturm auch schon ordentlich angeschlagen. So, und ja, das ist eigentlich so das ganze Spielprinzip. Man wartet, bis das Mana, der Mana-Balken unten voll ist, bis man dann eine Einheit setzen kann oder einen Feuerball oder whatever. Ja, und so muss man halt versuchen, die gegnerischen Türme zu eliminieren. Es wäre klug, wenn jetzt zum Beispiel, guck mal, jetzt haben wir beide einen Turm ausgeschaltet, wenn wir jetzt auf den anderen Turm zuerst gehen, bevor wir auf das Hauptgebäude gehen, weil das leichter einzunehmen ist. Erstens hat es viel weniger Leben und zweitens, hat es nicht ganz so viel Verteidigung wie der Hauptturm. Ja, und eigentlich hat hier alles so sein Konter. Also diese Skelette sind zwar sehr stark, wenn sie aber gegen eine AOE-Attacke kämpfen, ja, sind sie eigentlich alle sofort tot. So, und jetzt ist es zurzeit noch unentschieden. Ich hatte schon mal gegen Sally gekämpft und da hatte ich verloren gehabt. Und jetzt in diesem Game, ja, hatte ich gewonnen gehabt. Fand aber beide Kämpfe sehr spannend, muss ich sagen. Jetzt setzt er wieder seine Skelettarmee. Er versucht noch unseren Turm zu kriegen. Wir haben nur noch 507 Leben. Jetzt haben wir aber einen Riesen vorne und Drachen und kriegen noch Backup durch die Bogenschützen. Jetzt versucht er zu Backthorn mit dem Packer. Schafft es aber leider nicht, weil ich da noch meinen Ritter hingesetzt habe. Jetzt komme ich noch mit meinem zweiten Dragon. Und ja, jetzt habe ich meine zweite Krone geholt. Jetzt steht es 2-1. Es sind nur noch 10 Sekunden. Und da kommt er nicht mehr an unseren Turm ran, um das Unentschieden rauszuholen und so die Verlängerung. Und ja, daher haben wir jetzt 2-1 gewonnen. Ja, das ist eigentlich so das Spielprinzip. Es bockt mega. Also ich muss sagen, ich habe das Spiel jetzt seit, glaube ich, 2 Tagen. Und hier gab es auch irgendwo noch die Statistiken. Da komme ich jetzt aber leider nicht hin, weil da der Aufnahmeknopf davor ist. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Gut, kann ich euch den leider nicht zeigen. Das ist ja doof. Ansonsten wäre der hier oben. Oh, jetzt habe ich einen Ritter von Fabian erhalten. Also man kann hier halt auch, wie gesagt, das sind hier die Spenden aus der Gilde. Und ja, das soll es eigentlich so zum Video gewesen sein.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir, also das Spiel bockt richtig mega hart. Also ich finde es total geil. Und ja, falls es der Fall sein sollte, dass es euch gefallen haben sollte, dann lasst doch eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.